Wir leben in einer Phase, wo wir sehr viel Experimentierfreude brauchen und Improvisation und Unvorhergesehenes. Natürlich hat man auch das Bedürfnis, Kontrolle zu haben und die Dinge nicht ganz aus der Hand zu geben. Das ist auch wichtig. Aber es kommt sehr viel anderes zu einem dazu. Und es wird sich so entwickeln, dass diese starren, feste Formate immer weniger sich durchsetzen können gegen so offene, bewegliche, anpassungsfähige, die so in so vielen kleinen, iterativen Rückkopplungsprozessen sich mit verändern können. Wir leben in einer Welt, die eigentlich konstant von Veränderungen geprägt ist. Und da muss man auch mit agilen, veränderbaren Formaten antworten. Ich habe den Versuch gemacht, mit Leuten, die nicht sehr mit der digitalen Kultur vertraut sind, ein gemeinsames, kollaborative, kleine Sachen zu schreiben, also die zu animieren, gemeinsam etwas zu machen. Und da ist die Hürde sehr hoch und da bin ich gescheitert. Also jetzt zweimal darin, jemanden den Link zu einem Etherpad zu schicken und dann zu warten, dass was passiert. Und da freue ich mich eigentlich drauf, da mal genauer hinzusehen und genauer so diese Unterschiede in, ob man jetzt etwas, was man produziert, als was Fertiges sieht oder ob man das als etwas sieht, was man mit anderen gemeinsam entwickelt. Das finde ich sehr, sehr interessant, was da noch so für Kulturunterschiede sind. Und da glaube, wenn man sich mit dieser Form, jetzt diesem speziellen Scheitern auseinandersetzt, dann wird man da noch viel verstehen, glaube ich, über die unterschiedlichen Kulturen.